Und damit herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Grad Toto, beim Clan Hexenkessel. Ja, ich bin mit dem Avatar-Account unterwegs, weil ich euch natürlich noch den Clan hier in einer anderen Folge ganz gerne vorstellen will und natürlich auch den Krieg hier, gar keine Frage. Aber ja, ich will herumschnüffeln. Ich will bei euch herumschnüffeln und habe auch gleich den ersten Tech hier mit drin. Ich bin jetzt ein bisschen besser organisiert, denn ich lade jetzt die ganzen Techs vorab mit den ganzen Text in eine Excel-Tabelle. Da kann ich nämlich schön filtern, denn einige machen Fragen natürlich doppelt an und haben dann haben drei Mauern mehr fertig. Und Toto, kannst mich nochmal besuchen? Ich habe drei Mauern fertig. Nein, mache ich natürlich nicht. Doppelte Tags fliegen einfach raus, dann besuche ich die nicht nochmal. Aber wir haben hier den Niklas, außer natürlich ist es was ganz Außergewöhnliches passiert, wie beim 2612. Ja, den habe ich in der letzten Folge gezeigt. Jetzt kloppt er sein Rathaus auf Rathaus Level 10, aber die Base hat sich nicht verändert, also dann muss ich das nicht nochmal zeigen. Aber zurück zum Niklas. Niklas ist hier in Rathaus 8 und es sieht eigentlich ganz gut aus. Ich weiß nicht, wie weit hier die Luftabwehren schon gegangen wären, aber die hat er ein bisschen vernachlässigt, hätte ich mal fast gesagt, und hat wahrscheinlich jetzt meine Folgen geschaut, sodass er jetzt erstmal die ganzen Luftabwehren hier nachträglich levelt, denn man wird ja gerade als Rathaus 8er stark aus den Luftangriffen, aber der Rest sieht eigentlich schon ganz stabil aus. So endlos lange wird der Niklas auch noch nicht, glaube ich, Rathaus 8 sein, aber ja, ein bisschen hat er schon hier und da vielleicht versäumt, denn der Drachen geht schon auf Rathaus 7, auf Level 2, hat jetzt aber schon mal Päcker raus, hat schon mal den Golem raus, Schweinereiter hätten auch schon ein Level mehr vertragen können. Aber ansonsten sieht das ja eigentlich ganz stabil aus. Deffen tut man hier unten auch. Bisschen wenig Kriegssterne, aber ich denke mal, der Niklas kann mit dem RH8, glaube ich, erstmal zufrieden sein. Und mal sehen, ob ich jetzt wirklich besser organisiert bin. Jawohl, ich bin besser organisiert. Das klappt hier. Das ist der Marty vom Clan Die Sklaven. Es ist ein Rathaus Level 9, 13er, 14er Kombi und die CK-Truppen, ja, sehen ganz gut aus. Ich denke mal, auch er ist noch nicht so super lange. Ah doch, er ist schon länger. Oh, der ist schon ganz lange. Rathaus 9. Fehlen nur noch so ein paar Kleinigkeiten wie die Minenwerfer und die Bases. Ja, die habe ich jetzt komischerweise schon öfter als Farmbase gesehen. Und ich weiß nicht, ihr habt das ja mal gesehen. Ich habe hier auf so eine Base, glaube ich, mal Mauerbrecher losgelassen, hier oben an der Bauhütte. Oh, ich lasse mal gerade meinen Mauszeiger einblenden. Ich glaube, das ist etwas besser. Mauszeiger aufnehmen. So, dann seht ihr nämlich den Mauszeiger auch. Ich glaube, das ist angenehmer an der Stelle. Und also hier an der Bauhütte, und dann gehen die hier unten rein. Ja, weil hier sind die ersten Gebäude hinter einer Mauer und hier nämlich gar nicht. Also das hat bei mir nicht funktioniert, aber denken wir mal, die Base hier defft so eine Base. Ja, dreimal. So wirklich defft so eine Base nehme ich nicht unbedingt. Ich meine, hier kannst du auch ein, zwei Sprung nehmen. Oder man geht gleich hier über diese Seite rein. Aber das sieht eigentlich sonst, glaube ich, ganz gut aus. Der Account gefällt mir gut. Mit dem Pärchen auch. King geht jetzt hoch auf Level 14 und es läuft auch was im Labor. Schauen wir mal, was da läuft im Labor. Ich tippe mal auf den. Ich hoffe, es ist der Golem. Ich hoffe, es ist der Golem, denn den erstmal auf 4 zu haben, auch mit den 4er Hocks, ist sicherlich eine gute Kombi. Aber auch hier wieder so wenig CK-Sterne. Leute, was macht ihr denn? Mann, Mann, Mann. So, ich habe die nächsten. Ich springe jetzt auch gar nicht in mein Heimatdorf, glaube ich, durch, sondern ich gehe einfach von Gom Gom HD vom Cloud Nano weiter. Er ist auch ein Rathaus Level 9. Und das sieht von den Truppen her gar nicht mal so schlecht aus. 4er Drachen, okay. Und ja, Valkyren hätten ein Level mehr vertragen können auf Rathaus 8 schon. Aber er hat jetzt schon mal den Babydrachen zusätzlich mit raus. Hat auch Zauber gelevelt. Letztes Mal hat einer unter meine Kommentare geschrieben, ja, ja, Erdbeben, lach, lach. Genau, den kann man vernachlässigen. Denn du machst ja auch mit 4 Erdbebenzaubern eine Level 12 Mauer auf. Also, warum den leveln? Nein, er macht natürlich viel, viel mehr Schaden an den umliegenden Gebäuden. Muss man dazu sagen, Max ausgelevelt macht der 25% mehr Schaden oder überhaupt 25% Schaden, so muss man sagen. Aber die Base gefällt mir gut, vor allen Dingen gefällt mir gut, dass die Helden gut zu den X-Bogen passen. Gerade der Vergleich hier X-Bogen zu Helden, denn die sind A noch nicht so hoch, die Helden, aber die Base wird im CK sicherlich auch nicht so hoch bewertet wie
manch andere Bases, die wir heute noch sehen werden. Er hat jetzt 220 Truppen, hat die Clanburg auch schon auf 30. Ich denke mal, hat er gut gemacht an der Stelle. Die Magiertürme decken hier schön das Elix und auch ein kleines Stück von der Luftabwehr. Also gar nicht mal so schlecht. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und die X-Bogen stehen schön auf Boden Luft, jawohl. Ja, da geht der Rest der Def hoch. Also ich denke mal, auch der Gum-Gum HD hier wird zufrieden sein mit seiner Base. Also aus der Tabelle hier gefällt mir das schon viel besser, weil ich keine Leerzeichen drin habe, oder? Ah, oh, doch. Doch wieder ein Leerzeichen drin. Okay, es ist der Fafa vom Clan Bombastix. Und er ist Member auch Clan Level 11 auch. 10er King, 7er Queen, da ich mir die Bases jetzt auch vorher schon alle angeguckt habe, habe ich auch hier gesehen, der ist auch noch nicht so lange 9, aber hat auf 8 schon einiges versäumt. Golem auf 2, Valkyrie auf 2. Gerade den Golem. Valkyrie, okay, kann ich noch verstehen, aber Valkyrie, Mann, Valkyrie muss laufen und auch der Pekka hätte schon auf Level 8 auf 3 sein können. Den kann man gut gebrauchen auf 9. Ich weiß nicht, so Pekka Walk mit 3er Pekkas, da geht auf jeden Fall was. Aber so eine Base hier, die defft sicherlich auch mal. Auch hier oben, jawohl, 5-mal schon gedefft. Und viele Neuner oder überhaupt viele Chars machen sich an so eine Base eher nicht ran. Wenn du dir nicht sicher bist, also mit Hexen ist sie natürlich super zu bezwingen. Hier Hexen-Bowler-Kombi oder auch Hexen-Heiler-Kombi. Aber dann kommst du natürlich schon mit einer ganz netten Armee hier rein. Ich denke mal, mit Kobis hier in der Mitte, das wird nichts schon allein, weil die Magiertürme hier die ganzen Gebäude hier super mit ihren Flächenschaden abdecken. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen hier. Und läuft auch was im Labor. Ich hoffe, es ist der Ruhle. Also, gut gemacht hier. X-Bogen passen übrigens auch zu den Helden. Also sind noch nicht auf 3. Das finde ich super. Denn ich denke mal, er macht jetzt hoffentlich erst seine Queen schön auf 10. Das ist ein schöner 10er Pärchen. Schöner 10er Pärchen. Und kannst den Rest dann einfach in der Base weitermachen. Sauber hier, Fafa. Das ist, glaube ich, auch einer meiner Stream-Zuschauer. Ich weiß es nicht genau. Wir haben hier den Semi von dem Clan Firebirds. Er ist auch ein Rathaus 9er. Alter, heute ist wieder so ein Rathaus 9er. Aber durch viele Umfragen, auch von anderen YouTubern, ist ein Rathaus 9 einfach, glaube ich, Rathaus 8, Rathaus 9 am stärksten hier in diesem Spiel vertreten. Und er ist hier aber schon ein bisschen weiter in der Base, hat schon die X-Bogen hier auf schwarz und die Helden jetzt auf 13 und... Wo ist sie? Da hinten liegt sie, okay. Aber geht die hoch? Ich muss mal ein bisschen näher ranspulen. Ja, die geht hoch. Wunderbar, die geht auch auf 13, ja. Also ist gut auf dem Weg hier. Oh, wir haben schon viele Mauern gemacht. Und ich denke, die Base auch hier in Kristall 3 hat schon mal ein paar Devs hingelegt. Super. Hat auch schon Ausflug gemacht in die Champions League. Also die Gems hat er sich auch schon abgeholt. Zauber ganz normal hier durchgelevelt. Das ist erstmal durchaus in Ordnung. Und auch schön den Drachen hochgemacht. Denke ich mal, zum Start von RH9. Aber er ist natürlich echt schon weit, kann man nicht anders sagen. Und auch von der Defense her, schön immer so ein Pärchen hier. Ne? So Bogenschützenturm, Magierturm, Luftabwehr. Bogenschützenturm, Magierturm, Luftabwehr. Ah, super. Ah, so kann man es machen. Ich denke mal, die Base wird auch das ein oder andere Mal halten, denn irgendwo ist er ja auch damit schon etwas höher in der Liga gewesen. So, jetzt habe ich einen Tag, da steht dran, Hulk RH6 nicht zeigen. Dann habe ich einen Tag, ich weiß gar nicht, ich glaube, den habe ich schon mal drin gehabt. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber ich weiß, dass ich ihn schon in allen Clans abgelehnt habe, den Münstermann. Denn mit so einer Truppe, gerade hier unten, die Tanks hier, also der Lufttank, der Hund und auch der Bodentank, der Golem, nicht hoch hier an der Stelle. Ich weiß nicht. Mit 157 Sternen, das spielt ja sicherlich entweder kein CK, da brauchst du so eine Truppe natürlich auch nicht. Und es geht in dem Fall die Queen hier hoch, aber fällt mir sofort auf hier. Mann, das Ding, also ich würde fast sagen, gerade die Clanburg zum Start von RH9 sollte man in jedem Fall machen, denn 30 Truppen bedeuten 6 Bowler, bedeutet ein Hund, bedeutet ein Golem, 6 Riesen oder was auch immer, aber sind wir ehrlich, mit den 25 hier kommt man auch hin. Ja, aber ich denke mal, die Base hier ist... es ist... Die ist gar nicht mal so schlecht. Also zum Farmen würde ich die jetzt nicht so unbedingt nehmen. Deft er damit? Oh, schon 4-mal gedefft, kaum zu glauben. Also ich empfinde als 9er immer diese Base als fürchterlich einfach. Denn man
sieht das ja förmlich. Gerade hier oben ist er ja Meister. Da kommen auch mal einige mit ein paar Hockreiter um die Ecke. Und hier ist nicht eine einzige Riesenbombe in der Base. Tut sicher nicht in den vier Feldern hier. Oh, da sind ja Teslas drin. Da haue ich zum Beispiel mal gerne einen Sprung rauf. Aber ein Grund, warum wir den Münstermann abgelehnt haben, ist, dass er vor allen Dingen die Tanktruppen da unten nicht hoch hat. Und ah, da kannst du nicht mit. Ich hätte fast gesagt, da kannst du nicht mit gewinnen. So, dann haben wir noch einen. Hier, das ist der... Jetzt muss ich mal eben schauen. Oh, das passt heute echt gut. Der Fabio. Kurz, Bro, ist ein ganz kleiner Clan mit zwei Leuten drin. Vielleicht nur für diese Farmfolge oder die Dorfbesuchsfolge. Aber der King hätte ja natürlich bei Rathaus 8 schon ein Level höher gehen können. Die Hawks auch. Also das sind so Sachen, die fallen mir einfach sofort ins Auge. Und hat ja aber 4er Drachen, 3er Päcker, 354 CK-Sterne, das ist in Ordnung, auch nicht so ein super CK-Spieler. Und die Base ist natürlich schon stark, also die passt gar nicht zu den Helden, muss man ganz klar so sagen. Denn hier hat man dann auch, oder hier hast du, Fabio, dann auch gesagt, ja, ich habe die X-Bogen, aber im CK, da reiße ich leider nichts, weil mein Gegner viel zu schwer ist. Und ich vor allen Dingen gegen seine schwarzen X-Bogen nicht bestehe, also... Das ist immer der Zwiespalt. Für einen guten RA8 hier reicht so ein Dorf hier bestimmt. Der hat auch erst 210 Truppen. Aber ich denke mal, die Lager werden jetzt... Da unten ist der eine Bauarbeiter und wird das Lager da oben hochgekloppt. Nee, also da ist er auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Und die Base, denke ich mal, wird auch halten. Die Luftabwehren sind schon schön hoch, aber sie sind auch schön in den Ecken. Die gehen jetzt noch auf Level 7. Und dann kommst du hier natürlich mit dem Queenwalk schön an zwei Stück ran. Und mit den anderen beiden machst du dann außer Luft. Im Moment ist er luftanfällig. Oh, oh, Ballon-Event kommt. Fabio, da muss ja was einfallen lassen. Aber sieht ganz gut aus. Dann haben wir... Oh, ich bin heute richtig fleißig. Dann haben wir den Flash 2 vom Clan Luxushotel. Auch ein Rathaus 9er. Heute ist Rathaus 9er Tag. Leute, wo sind denn eure 8er, 10er, 11er? Mann. Aber hier sehen wir jetzt mal den schönen krassen Unterschied. Richtig schön gelevelte Truppen. Hawk Rider, bin ich todsicher, die levelt er im Labor. Also so ein guter Account hier wie der Flash, das hier hat mit den netten Heldenpärchen auch. Das passt sehr, sehr gut. Und ich denke, die Base ist auch relativ stark. Jawohl, kann sich sogar leisten, das nach außen zu stellen. Ne? Ja, okay, wenn du jetzt am Pokale pushen bist, dann lockt natürlich so ein Lager, das sich schnell mal wegzuschnägeln und wieder abzuziehen, damit der Verteidiger hier seine Verteidigung bekommt. Denn die Base ist noch nicht so lange Rathaus. Ah doch, sie muss ja schon länger sein, denn die haben ja doch schon eine extreme Laufzeit. Die würde ich jetzt vielleicht doch auf beide auf Luftboden stellen, denn das Ballon-Event, ich habe es eben ja schon erwähnt, das naht mit harten Schritten. Und hier gehen die Luftabwehren aber auch hoch, auch gleich zwei auf einmal. Ah, ist auch immer grenzwertig, ich mache immer gerne, oder ich habe es immer gerne gemacht, immer nur eine zu machen. Und weil die haben ja eh eine lange Laufzeit, beide. Und ja, gerade hier oben, er ist schon Meister 3, also da mit Ballons, aber die Feger stehen hier sehr gut. Und ja, ich denke, mal sehen, ob die Base hier schon mal gedefft hat. Oh, 20 Mal. Das liegt bestimmt an den schwarzen Potti unten, der natürlich eine Gier auswirft. Also ich will das Ding haben, so schön voll wie der ist oder so halb voll. Und einen haben wir noch vor unserer ersten Pause. Die erste Pause ist heute auch richtig langatmig weit weg, aber ich habe das jetzt mal ein bisschen anders geplant. Es ist der Tümmel XD. Das Zufall, dass er jetzt bei den True Warriors ist, denn er war natürlich nicht vorher bei den True Warriors, der ist erst 1, 2, 3 Tage da. Und wir sehen aber einen sehr, 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 sehr guten RH10-Account, der im Moment ein bisschen am Pushen ist. Und auch die Base sieht richtig gut aus hier. Ich würde sagen, die ist genau wie meine gewesen, ist maxed out. Jetzt geht schön an die Mauern, die er machen kann. Und er levelt hier auch schön seine Queen nach, denn der King ist schon 40. Ja, der King ist 40. Auch mal schön zu sehen, dass wir mal einen haben, der ein bisschen mehr Wert erstmal auf die Männlichkeit legt hier. Also auf den Dicken, hat den Dicken erstmal hochgemacht. Und jetzt den Rest. Ich denke mal, die Base hier, ja, 32 Devs bis hier oben hin, wenn er jetzt am Pushen ist. Da wird die sicherlich erstmal locker bis nach Champions halten, wenn nicht sogar noch ein bisschen höher. Und der Tümmel ist ja auf einem guten Weg. Wir sehen heute aber in der ersten Pause, jetzt muss ich eher mal gucken, wer es denn eigentlich nochmal war. Es ist der Martin. Der Martin hat mir einen Clankriegsangriff gezeigt. Sehr, sehr schön. Schön, das auch mal zu hören, dass Leute hier auch mal einen CK-Angriff machen. Ah, ich lasse den Sound mal ruhig ein bisschen drin. Ich kann nur das Bild jetzt natürlich nicht schieben, weil es ja eine Aufnahme ist, die der Martin ihn geschickt hat. Und schöner Rathaus 10, vor allen Dingen auf Rathaus 10. Sehr, sehr gut. Da habe ich mich ja immer
mehr oder weniger mit gequält. Und wir sehen hier auch eine ziemlich starke Def. Zumindest sind die Infernos hier auf 3 gelevelt, meine ich. Ja, das müssen 3er sein. Und er geht hier erstmal schön mit dem Queenwalk vorweg. Was hat er da unten? Oh, er hat Miner. Eieiei, schöne Truppe hier. Muss man sagen, ist habe ich nicht hingekriegt, mal überhaupt was auf RH10 mit den 3er Miner hier zu reißen. Und aber er macht das hier sehr gut, hat er auch, glaube ich, gut gesehen, dass ein bisschen Flächenschaden schon mal außen weggenommen werden kann. Und er kann hier natürlich jetzt richtig krass weiterfunneln, sodass die Miner gleich, ich weiß gar nicht, von welcher Seite er sie nochmal reingeschickt hat, hier gleich einen richtig krassen, kurzen Weg nur noch durch die Base haben. Das ist natürlich super gemacht. Und jetzt muss ich das auch mal gerade nochmal beobachten. Da holt er sich jetzt schon mal das Rathaus. Das heißt, erster Stern ist schon drin. Der Golem in der Mitte tankt jetzt sehr, sehr gut hier. Mit dem auch schon sehr, sehr krassen König hier, 35er King. Ist das 35? Ja, der kann natürlich erstmal richtig was regeln da. Aber jetzt muss ich, ich kann euch das leider nicht größer machen, weil es eine Aufnahme ist. Ich könnte es jetzt verändern, ja. Aber ich kann es euch jetzt an der Stelle nicht größer machen. Im Schnitt hätte ich zwar machen können, aber wäre unsinnig gewesen. Aber ihr seht schon, er heilt hier jetzt zwar auch in der Mitte, auch wenn die Miner, so ein paar Miner, kriegen natürlich jetzt nur Beschuss von dem Single Inferno. Das ist natürlich gut, denn es wird ja immer nur einer aufs Korn genommen und der muss ja auch immer ein bisschen nachladen. Und ihr seht das, der braucht dann ganz schön lange, so ein Single. Manchmal macht Sinn, den auf Single stehen zu haben, aber hier gerade gegen die Flut von Minern ist natürlich echt super. Ah, jetzt wird er nochmal ein bisschen abgelenkt. Die Queen ist vor allen Dingen immer noch dabei und wird immer noch nicht aufs Korn genommen vom Inferno. Der ist jetzt weg und er hat die Queen immer noch nicht gezündet. Ja, das ist immer so. Ah, mal gucken, ob er es noch macht. Ich habe den Angriff bisher auch noch nicht ganz bis zum Ende gesehen. Ich habe nur gesehen, aha, das hat er genommen und sieht aber gut aus hier. Schöner CK-Angriff, RH10 auf RH10. Vielen Dank, Martin. Hast du cool gemacht und ich denke mal, da hast du auch so einen kleinen Hurra rausgelassen, denn 2 auf 3 hier, das ist schon relativ hoch und ich hoffe, ihr habt den Klankrieg gewonnen gegen die Jemmy Dodgers. Also sauber gemacht hier und wir machen hier weiter mit den Besuchen, denn ich habe noch ein paar Texte natürlich online von euch. Das ist der Rotwein vom Clan Ghostfire. Eieieiei, 15er Helden, Rathaus 10, Mann. Naja. Okay, ihr kennt meine Meinung. Ich will das auch gar nicht schönreden. Ich hätte da keinen Spaß dran, muss ich sagen, mit so kleinen Helden Rathaus 10 zu spielen. Und meine Base dann auch noch weiterzumachen. Also, hier hätten es vielleicht dann erst die Helden getan. Sage ich jetzt mal so. Aber das erste Heldenlager geht hoch. Also, ein kleiner Weg zur Besserung ist ja zu sehen. Hat hier natürlich die Infernos jetzt auch schon draußen. Damit kommt er schön hoch ins Ranking. Also, die Gegner werden nicht gerade leichter. Rotwein, aber naja, du weißt es selber. Mann, warum rusht ihr denn mit diesen kleinen, echt kleinen Helden? Ich meine, ich hätte jetzt fast gesagt, das machen die Chinesen. Die haben auch mal kleine Helden, aber Riesentruppen und dann überrollen sie ein. Dann passt aber die Base auch bei denen nicht. Das heißt also eher dann eine Engineered Base. Aber das ist ja ein vollwertiger R10er hier. Und hier gehen jetzt schon die ersten Sachen wenigstens ein bisschen höher, aber man macht die Helden, ey. Eieiei, defft so eine Geschichte hier auch. Ja, 15 mal schon gedefft hier oben in Champion 2, das ist ja nicht schlecht. Die Truppen, meine Herren, 4er Golem fehlt hier. Okay, wir haben 4er Drachen, also vielleicht ist er noch nicht so lange 10 und konnte es einfach nicht abwarten, dass er hier diese Teile hier hat. Gibt ja ganz, ganz viele. Naja, was willst du machen? Steckst du nicht drin bei den Leuten, aber vielleicht wird man ja aus Erfahrung klüger. Wir haben hier den Clash Hero vom Clan KDCW 2.0. Er ist ein Rathaus 8er. Oh, ich glaube, das ist heute der erste. Ne, der zweite 8er. Wir sind ja mit dem 8er gestartet. Oh, der sieht auch gut aus. Mit, ich würde sagen, da läuft im Labor nur noch. Jetzt gucken wir mal rein. Ich hab's mir gedacht. Naja, was willst du machen? Da läuft im Labor sicherlich nur noch der Erdbebenzauber. Und damit kann ich diese Base hier nicht bewerten. Ich klicke mir jetzt nicht durch, um zu schauen, ob ich irgendwo etwas finde. Deswegen gehe ich gleich weiter zum Heragor vom Clan Lords of Dragon. Ist ein Rathaus 9. Also nach wie vor sehr 9er-lastig. Und ja, das sieht eigentlich gut aus. Ich denke mal, wenn wir uns das
wenn wir uns den jetzt anschauen, okay, der ist auch ein bisschen abgefarmt, das macht aber nichts. Das reicht immer noch für eine Bewertung. Hier geht der King schon mal jetzt auf sein nächstes Level. Das ist nicht schlecht, der ist auch erstmal billiger als die Queen. Und die Base sieht so aus, als wäre sie noch nicht so lange Rathaus 9. Aber die X-Bogen, die dauern schon ein paar Wochen, also ein bisschen länger ist er schon. Und auch hier finde ich, das ist nur meine Meinung, Leute, dass das Heldenpärchen leider nicht zur Base passt. Kann aber passen, denn okay, 317 Sterne, denn mit Drachen, Loons und Hunden kannst du natürlich in CKs auch was reißen, je nach Base. Aber ja, was soll ich sagen? Mann, Helden, Helden, Helden. Aber schön schwarz sieht die Base, hat auf jeden Fall R8 durchgemaxt und hat dann letztendlich, zieht er jetzt erstmal nach, was noch nachzuziehen ist, auf, hier ist es noch Rathaus 8 gewesen, das geht jetzt schon mal hoch auf 9, die gehen dann noch ein Level, glaube ich. Und dann sieht das aber gut aus. Gehen die noch wirklich noch ein Level? Ne, die gehen kein Level mehr. Okay, die sind damit maxed. Und ich habe den nächsten Tag hier drin. Mal sehen, wer es diesmal ist. Es ist der falsche Tag. Okay. Heieiei, falscher Tag kommt auch vor. Ja, das ist, wenn man sich nicht alle anguckt, sondern nur jeden zweiten. Tolle Wurst. Aber was willst du machen? Wir haben hier den Gutzim Panda vom Clan. Clanlos. Vom Clan Clanlos. Er ist ein Rathaus 7. Ich denke mal, gerade so Rathaus 7 geworden. Aber die Base sieht gut aus hier. Schön schon mal alle Mauern gemacht. Und ich glaube, der Rest ist auch relativ hoch durch. Auch schön die Lager. Aber schöner inaktiver Account hier. Sicherlich seit ein paar Tagen nicht da. Und also keine aktive Base hier, sondern eher eine inaktive Base. Vielleicht wacht er ja irgendwann mal aus und denkt dran, dass er das Rathaus dann auch noch einstartet. Also schönes Ding hier. King muss noch ein bisschen gehen. Und ich glaube, so wie ich es gesehen habe, die Truppen, ja, die Schweinereiter können noch was vertragen. Und ich weiß nicht, der Haste-Zauber, ob der auf 3 geht, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen. Dann sind wir beim nächsten. Mal schauen, wen wir jetzt haben. Geilo Jamsen. Geilo Jamsen von Ostfront 3. Ah, das ist ein mir bekannter Clan. Denn einige Besucher von der Ostfront sind bei mir ab und zu mal in den Streams. Und er ist ein Rathaus 8er und ich hoffe nicht abgefarmt. Naja, so halbwegs abgefarmt. Da können wir immerhin noch was mit anfangen. Und wir sehen hier, oh, Level 13 Clan, der Ostfront Clan. Aber ein schönes RH hier, was sicherlich auch schon mal, ja, das wird ja, denke ich mal, gedefft haben. 7 Mal schon hier oben. Und Luftabwehr ist schon oben. Hier ist auch auf 6. Und mal gucken, wo ist er? Dann kannst du nur da sein. Da ist die Air Defense. Also sieht auch gut aus hier. Auch schön geschützt hier. Ja, ihr wisst, das mag ich. Und ich denke mal, ja, das ist dann nicht ganz so einfach, in so eine Base reinzukommen, wenn du nur Farmtruppen dabei hast. Sondern hier musst du schon dir ein bisschen mehr einfallen lassen, als mit Riesen, Magiern und ein bisschen Heil hier reinzukommen. Also hier muss schon ein bisschen was Fetteres sein. Und ich denke mal, der Geilo Jamsen ist mit seiner Base, denke ich mal, in Ordnung. Zufrieden. So, jetzt bin ich ja doch zurückgesprungen. Das kostet immer wertvolle Sekunden, Leute, die es zurückspringen in mein Dorf. Aber wir haben hier den Tarik Kok 10, FC Bayern 2004, okay. Und eins ist ja, entweder ist er ewig jung und ewig 10 Jahre oder er ist 2004 geboren. Das kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist ein R8er und, oh, jetzt gucke ich wieder. R8 ist gerne abgefarmt, aber er nicht. Er hat hier Drachen im Ausbau und die Base, oh, die sieht auch gut aus. Da gehen sicherlich jetzt irgendwann mal die ersten Mauern auf schwarz und hat auch die 200 Truppen hier, hat den Drachen auch schon auf, ja, auf Level 3 und auch der Rest sieht gut aus, der Base, das passt sehr, sehr gut. King noch nicht ganz fertig, also mal sehen, was hier in der Base so geht. Oh, was läuft hier? Ah, der Bombenturm, okay, den hat er noch nicht rausgebracht. Der ist auch später mit da hinzugekommen. Und hier hinten ist der King. Ja, das sieht ja gut aus hier. Und auch hier die Base. Auch hier wieder schön. Ja, eine schöne Achterbase. Wird alles ein bisschen um die Luftabwehr hier geschützt. Finde ich auch gut. Denn ich habe es ja schon 3-mal, glaube ich, heute gesagt. Drachen-Event naht. Und damit nahen wieder die Loons in Masse. Da war ich jetzt hier. Ja, das Ganze mit dieser Excel-Tabelle hat natürlich einen Nachteil, dass ich nicht mehr sehe, wer so einen schönen Kommentar geschrieben hat. Das heißt, ab und zu habe ich die Kommentare ja gelesen nach dem Motto, oh, Toto, kannst mich besuchen. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Aber wir gucken uns hier den Kevin an vom Clan True Warriors.
eigentlich im Clan Trueverse 2 heimisch. Aber er spielt hier ein paar Clankriege mit und eigentlich könnt ihr jetzt die Teslas auch sehen, aber ich bin ja im Moment nicht im Clan Trueverse, sondern ich bin nach wie vor bei den Hexen hier und er kloppt die Queen im Moment hoch. Genau, das ist auch der Grund, warum er keine CKs mitspielt. Aber die Base ist hier hellig hier oben in Ordnung und hat auch schon 11-mal gedefft, also wunderbar. Truppenmäßig, glaube ich, sieht es beim Kevin auch gut aus. Ja, da fehlt dem nichts mehr. Also der Kevin ist am Helden hochkloppen hier. Und auch das hier sieht sehr gut aus. Hier wird auf jeden Fall alles und auch wirklich alles von den X-Bogen hier noch mit zusätzlich überspannt. Das ist echt klasse. Und ich denke mal, die Devs sind zu Recht da. Ja, wir machen eine kleine zweite Pause mit diesem Account hier. Natürlich spiele ich auch mit diesem Account Nachtdorf. Mehr recht als schlecht. Ihr seht das hier. 2287. Ich weiß gar nicht, war ich schon mal höher mit dem? Ja, ich war schon mal ein bisschen höher. Aber das Nachtdorf ist mir ja nach wie vor ein Dorn im Auge und wir gucken mal, welchen Sechser wir jetzt machen müssen. Man kann das ja ganz, ganz bewusst sagen. Oh, wir haben Glück. Ah, ich habe schon 7 erwischt. Ja, jawohl, ich darf gegen einen 7er ran. Das ist noch viel besser, weil die sind noch einfacher hier für uns 5er. Ja, danke Supercell, dass das immer noch so gut klappt hier. Und ich hätte jetzt fast gedacht, wir müssen 6er machen. Mann, hat er schon das Kanönchen? Nee, das Kanönchen hat er noch gar nicht. Kann ich eigentlich hier mal einfach meine Maschine mal mit reinpacken, dass die vielleicht geht hier einen guten Weg, wissen wir nicht, mal sehen. Ah, der geht erst auf das Lager, okay, dann unterstützen wir den Dicken hier mal so ein bisschen, indem wir so ein bisschen was auf seine Sachen schicken, dann ist das auch nicht ganz so ätzend für den. Ist ja auch ein armer Schlucker, denn er muss hier die Drecksarbeit erledigen, sagen wir mal so, aber er tankt hier ganz gut. Den Bogenschützenturm, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob er den jetzt eben noch getankt hat, aber okay, der Mörser tut natürlich jetzt meinen Drachen nicht so weh. Ich hätte vielleicht auf der anderen Seite schicken sollen, wegen dem, oh, wir haben einen Stern. Eieiei, hier gegen diesen 7er. Pah. Kann ich sie noch mal zünden? Nein. Ich kann sie noch mal zünden. Boah, war das knapp. Scheiße. Aber 60% hier, mal gucken, wie das läuft. Ich habe ja gedacht, es wird ein 6er. Nein, ich habe Glück, es ist ein 7er. Mal sehen, ob der gute Truppen hat und ob er mich schafft. Ja, tolle Wurst. Genau, er hat das 5. Lager. 75 Barbaren, können sich nicht täuschen. Kampfmaschine brauchst du dann nicht. Ist einfach so, ja, scheiße gelaufen hier. Das ist mein Beitrag zum Nachtdorf. Und wir haben noch ein paar Techs abzuarbeiten. Und deswegen machen wir auch weiter. Ich habe hier noch eine Tech in der Zwischenablage. Ja, ich habe nicht nur eine Tech, sondern ich habe noch mehr Techs. Das ist der Leon hier vom Clan, wie heißt es, Dark Pain. Wir schauen uns das ganze Dorf mal an. Hier sieht ganz gut aus. Aber hier auch, ja doch, das passt hier. 16er, 16er King, 16er Queen. Und ich denke mal auch hier das Dorf. Vielleicht gucken ja manche meine Folgen, weiß ich nicht. Aber schön geschützt hier. Zumindest die, ich reite immer nach wie vor drauf rum, die Luftabwehren hier von dem Wizard Tower. Und auch schön mit einem Bogenschützenturm hier. Das gleiche auf der Seite. Klar, beim RH9 kannst du es machen. Oder ab RH9 kannst du es eigentlich so machen. Kannst du vier Ecken schön absegnen hier. Und ich denke mal, da wo er ist, ja, da deft er auch. Aber ich denke mal, hier unten wird auch ab und zu mal gedroppt. Also sieht gut aus hier. Und von der Base her, ja, vom Design her, weiß ich nicht so genau, ob sie denn, sie hält ja mal, aber ob sie wirklich auch in den höheren Regionen hält. Und die Truppen sind hier aber, damit ist er hier durch. Rathaus 9 geht auch fürchterlich schnell, muss man dazu sagen. 540 CK-Sterne, also ich denke, der Leon ist hier zufrieden. So, die nächste Tag. Tag, Player-ID, Zirkel, was es auch mal ist. Es ist der Rowin HD vom Clan der Adel. Er ist ältester dort. Er ist Rathaus 9, also wirklich eine. Rathaus 10. Entschuldigt, Rathaus 10. Ich habe jetzt gerade den Klonzauber gesehen. Den kriegt man ja als Rathaus 10er. Aber unter Umständen noch nicht ganz so lange. Hat jetzt die Farmtruppen hochgemacht. Mal gucken, ob er mit denen auch angreift. Denn ich habe die ja als allerletztes gemacht bei meinem Rathaus 10. Und er hat ja aber schon 240 Truppen und nimmt zumindest die Bogenschützin mit. Die Barbaren nicht, also warum die Barbaren leveln und sie da nicht nehmen. Aber hier oben in Champions 3 ist es auch nicht mehr üblich, unbedingt mit Barbaren anzugreifen. Die Base sieht gut aus, muss ich sagen, gefällt mir gut. Was mir natürlich nicht so gut gefällt, sind die nicht dazu passenden Helden. Also die hätten ja mindestens
Na, wenigstens auf 20 gehen können, denn die Base ist auch schon sehr, sehr stark. Hier hinten geht jetzt noch die Schüssel hoch. Für was geht die eigentlich hoch? Jetzt muss ich mal gerade gucken in seine Truppen hier. Was fehlt denn da? Oh, der Eilzauber fehlt. Da geht ja gar nicht. Im RH9-Bereich den Eilzauber nicht gemacht. Mann, Mann, Mann. Und dann muss das Ding ja nochmal hoch für den Skelettzauber. Also, da ist ein bisschen was versäumt, aber gut, wenn man nicht nimmt. Ich denke, gerade bei Luftangriffen, Eilzauber unabdingbar mit Loons und die Base hier. Ah, die wird hier oben sicherlich auch mal halten. 7 Devs. Wunderbar. Und hier ist auch alles super. Schützt sich gegenseitig hier. Also auch der Inferno wird schon mal ein bisschen geschützt von dem Magierturm, von der Doppelkanone, wenn sie denn ausgebaut ist. Und auch vom Bogenschützenturm. Also das gefällt mir gut hier, die Base. Glaube ich auch, dass die Infernos so weit auseinanderstehen. Hindert einen Angreifer sicherlich mal schnell. Ja, da kannst du nicht so mal eben beide wegnehmen. Aber deswegen hat die Base sie sicherlich auch schon gut gedeftet. Hast du gut gemacht, Rowan. Bis auf die Helden. Da bin ich nicht mit einverstanden, aber wenn du es bist, dann musst du da auch mit leben. So, wir haben den Tobi von den Wied ein Hörnern. Willkommen mit, oh, das sieht heldenmäßig schon ein bisschen anders aus, muss man fairerweise so sagen. Hat auch alle Zauber raus, hat auch die Truppen schon recht hoch und recht gut gelevelt. So viel fehlt da nicht mehr und die Base ist auch, die ist auch cool. Die ist maxed out auf jeden Fall, das ist schon mal ganz, ganz sicher. Hier fehlt es, glaube ich, an nichts. Ah, hier hinten geht noch eine Kanone. Ah ja, stimmt, die gehen auf 13, das ist wohl wahr. Die gehen ja noch auf 13 hoch. Aber sonst sieht das gut aus. Das Labor läuft auch wunderbar. Und die Base hier, okay. Wenn sie aus der Luft angegriffen wird, gar keine Frage, dann haben natürlich erstmal die Magiertürme das Sagen. Und dann stehen die Luftabwehren hier schön tief. Kann man auch so machen, bin ich auch ein Freund von, gar keine Frage. King geht hoch. Wunderbar, hier auch der Tobi, glaube ich, ist mit seiner Base zufrieden. Wir gucken mal in Meister 1. Hat er schon 15 Devs, war auch schon ein bisschen höher. Wunderbar, hat er sich da oben mal eben die Juwelen weggesnackt. 1000 Juwelen, nee, 2000 gibt es ja für Champions League. Und das sieht gut aus hier. Ich denke mal, er ist auch zufrieden. 214 CK-Sterne deutet darauf hin, dass er nicht so wirklich viel Klankriegen spielt. Schade eigentlich, auch so ein schöner, guter Account. Das ärgert mich dann manchmal ein bisschen, dass es ja auch welche gibt, die dann tatsächlich keine Klankriege spielen, sondern wirklich nur Clash of Clans genießen. Wir haben hier ein Rathaus 9 in der Titan League hier. Titan League 3 ist er. Es ist der Killer vom Clan Berserker.de. Wir gucken uns das Dorf mal an und sehen eigentlich ein, ja, gar nicht mal so schlechtes Dorf, aber wir sehen natürlich mal wieder. Leute, alles immer meine Sicht, unpassende Helden dazu. Und ich meine, was tummelt sich da oben in der Titan League? Bau lieber deine Helden aus, aber da oben kostet das dann wahrscheinlich auch. Wir gucken uns mal die Truppen an. Immer nett was an Dunklem, ja. Ne? Nämlich die Walküren. Jetzt hat er den Pott auch noch draußen stehen. Also, Mann, Junge, mach doch Helden, Killer. Naja. Ob die Base jetzt gedefft hat, ich glaube, da oben defft keine RH9 Base mehr. Denke ich mal, außer du hast einen schlechten, noch schlechteren RH9er, der dich dann da angreift. Und wir haben hier den Messi vom Clan Happy Team, jawohl. Und du bist bestimmt happy mit deiner Rusher Base hier, Messi. Die habe ich mir nämlich eben schon angeguckt. Also hier sehen wir mal so einen richtig schönen gerushten Account, aber natürlich nur so gerusht, also nicht engineered gerusht, sondern einfach nur so gerusht. Hier hinten geht jetzt endlich das Lager auf 190 Truppen, wunderbar. Da ist er natürlich auf dem richtigen Weg. Aber die Base ist natürlich viel zu schwach. Viel zu schwach für einen RA8, hätte ich fast gesagt. Denn der, selbst ein RA8 kommt hier gut durch. Also mit dem Gohok bist du in dieser Base auf jeden Fall gut dabei. Und was mir noch mehr auffällt, er hatte die 40.000 noch nicht für die Queen. Mist. Also, das ist ein Schuss nach hinten hier, Messi. Aber vielleicht weißt du es ja mittlerweile selber. Wenn du meine Folgen beobachtest, beziehungsweise immer brav meine Dorfbesuchsfolgen schaust, dann wirst du das sicher selber wissen. Boah, und jetzt musste ich gerade zweimal aber so richtig niesen. Mann, Mann, Mann. Entschuldigt bitte, ihr habt es ja nicht gehört. Aber ich musste eben mal etwas länger auf dem Messi bleiben. Dann hattet ihr ein bisschen länger den Geschmack auf dieses komisch gerushte Dorf. Der Lord Dabel hier war, glaube ich, ich weiß nicht, ob das der Lord Dabel aus True Wars 2 war, aber wir haben schon mal einen schönen Angriff, glaube ich, von ihm gesehen. Und er ist ein ganz guter Angreifer. Ah ne, unser Lord Dabel hatte, glaube ich, mehr. Ich weiß es gar nicht genau. Ich müsste jetzt echt nachgucken. Und ist noch ein schöner Account hier. Das passt in jedem Fall.
Und die Base ist aber auch hier wieder ein bisschen, ja, ein kleines bisschen zu stark. Das liegt einfach nur an den X-Bogen, denn die werden sehr hoch gerankt. Für die, die vielleicht neu dabei sind und das erste Mal sehen, also so eine Gewichtung hier, so nennt man das bei den Clash of Clans Dörfern im Clankrieg. Dort hat jedes Defensivgebäude, jedes, ich glaube auch die Lager, es gibt so ein paar Sachen, die haben es nicht. Ich glaube Labor gehört dazu, Kasernen, glaube ich, gehören dazu. Die haben keine Gewichtung, aber der Rest hier von der Defense und auch von den Helden, von den Zaubern, das hat alles eine Gewichtung. Und je nach Gewichtung wirst du halt eingestuft im Clankrieg. Und der hier wird sicherlich schwerere Gegner haben, also die bessere Bases haben, bessere Helden haben als er unter Umständen. Und deswegen ist das immer sehr, sehr schwer, dann als Neuner hier irgendwo zu bestehen. Aber ich glaube, er macht das hier ganz gut. Die Base ist natürlich eine Farmbase, die man auch nach wie vor relativ schnell knacken kann. Mal gucken, ob die hier oben verteidigt. Ja, 11 Mal. Wissen wir jetzt nicht, ob gedroppt oder nicht gedroppt. Aber von der Base her sieht das ganz gut aus. Auch hier ist das Prinzip, die Schützen erstmal so ein bisschen die Luft abwehren und die stehen so ein bisschen tiefer hier in der Base. Aber so sieht das ganz gut aus. Hier gehen jetzt die Bogenschützentürme hoch. Wunderbar. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. So, und last but not least, jetzt kommt er hier mal dran. Ja, lange genug genölt, als er auch noch nicht bei uns war. Glaube ich zumindest. Es ist der Fernando C4, True Warriors. Ist aber auf meiner Liste schon, da war er noch nicht hier. Deswegen ist er heute mal mit drin, denn er hat heute mal eine richtige Base geladen. Ich hatte ihm dann angeschrieben, im Clan-Chat bitte eine richtige Base. Der hatte nämlich nur so ein Viereck, das kann ich nicht bewerten. Und diese Base hier kann ich natürlich bewerten, denn es ist eine von mir. Von meinen RH9ern, die ich auch ganz gerne nutze. Ein bisschen anders steht sie als bei mir. Aber ich glaube, das ist so eine, ja, ich nenne sie immer Save the Dark Base und die hält auch. Auch hier oben in, wo ist er da? Meister 2 hatte ich schon 6 Mal gedefft. Also gar nicht mal schlecht. Ich bin mit dieser RH9 Base auf jeden Fall locker in die Champions League gekommen. Selbst wenn das Rathaus hier steht, schafft es nicht unbedingt jeder, bis nach da hinzukommen, je nachdem. Weil die Masse wird natürlich über diese Seite hier kommen. Das ist gar kein, das steht außer Frage. Aber ist ein guter Account, hier ist auch ein guter Angreifer. Und 500, fast 600, also fast 600 Sterne. Netter Spender und auch ein netter Kerl. Damit schließe ich diese Folge ab, aber nicht um mich noch einmal ums Nachtdorf zu kümmern. Hier einmal wollen wir uns auch noch ärgern, oder? Nächster Sechser, den wir hier zertrümmern müssen. Jawohl. Und es ist auch endlich mal ein Sechser. Ah, schade. Ah, das ist jetzt so ein bisschen leidig, dass der ausgerechnet die Tonne hier so am Rand hat. Und ich komme da einfach ums Verrecken wahrscheinlich nicht hin mit meiner Kampfmaschine, um ihm die Tonne hier zu zertrümmern. Glaube ich zumindest nicht. Aber dann versuchen wir es mal auf einem anderen Weg. Wir gehen hier mal mit unseren Babydrachen rein. Mal sehen, ob uns das an der Stelle mal so ein bisschen gelingt. Und so, die Luftabwehr muss jetzt erstmal weg. Habe ich gar nicht gesehen, dass die auch so am Rand ist hier. Schade. Okay, da hinten geht es aber schon mal gut durch. Uhrenturm hier. So, das, was ich jetzt eigentlich mache, ich nehme jetzt das Lager. Und ja, wenn ich jetzt meine Kampfmaschine schicke, dann geht die womöglich auf den Tesla und geht womöglich auf den Zerschmetterer. Und ich habe ein Problem mit meinen Drachen. Deswegen mache ich das erstmal so und gehe jetzt doch mal mit meiner Kampfmaschine rein. Vielleicht habe ich ja Glück und die läuft endlich mal nach außen. Das wäre richtig schick, wenn die nach außen läuft. Diesmal möchte ich das sogar. Nein, sie geht rein. Scheiße. Geht sie jetzt wirklich rein? Ja. Ah, jetzt geht die da rein. Naja, jetzt komm. Kann ich sie nochmal zünden? Ich kann sie nochmal zünden. Geht der Zerschmetterer? Na, ich schaffe den Zerschmetterer nicht. Doch, ich habe den geschafft. Ah. Aber ich glaube... Ah, Mist. Okay, die Tonne fliegt aber gerade mal nach da. Das ist meine Chance, die Tonne zu zerstören. Ihr seht das, wie ich mich hier wieder quäle in diesem Dorf. Na komm, 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 komm da in die Mitte. Ah, schafft er nicht. Ah, dafür ist die Tonne ein bisschen zu gut ausgebaut. Und kommt, dreht sich der noch einmal? Nein, macht er auch nicht. Schade. Also wieder ultra knapp hier. Diesmal nur gegen einen BR6er. Und oh, wir haben aber diesmal gewonnen. Super. Haha. Der hat nämlich nur 60 Barbaren, aber dafür auch seine Kampfmaschine einen weiter. Naja, haben wir mal Glück gehabt hier in der Dorfbesuchsfolge beim Schnüffeln, beim Rumschnüffeln bei euch. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich habe alle Tags abgearbeitet. So ein paar konnte ich nicht abarbeiten. Die benenne ich jetzt mal ganz zum Schluss. Da müssen Sie nämlich bis ganz zum Schluss ihr dieses Video gucken. Das ist eure Strafe. Abgefarmt Pandabär, Rathaus 7, abgefarmt Evilkiller 300, abgefarmt der Flo 100 und
Wen haben wir hier noch? Ah, ich habe noch einen Tech abgefarmt hier. Nee, das war's. Also waren eigentlich nur drei, den Rest habe ich rausgefiltert. Doppelte Techs hier werde ich hier rausfiltern, die werde ich nicht nochmal zeigen, außer jemand sagt, Mensch, ich bin jetzt ein richtiges RH10, bin ja von RH9 gekommen, kannst du mich nochmal bewerten? Dann mache ich das natürlich gerne. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Flash.